Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Black Desert. Yo, so, wir sind jetzt kurz davor, den Goblin-Boss da zu beschwören. Und ja, wir probieren das jetzt einfach mal. So. Also einfach mal die Rolle anklicken, denke ich mal. So. Oh mein Gott. Krass. Wahnsinn! Wow! Hallo? Lass mich in Ruhe! Wow! Okay, der ist mal ein paar Köpfe größer. Wir probieren es jetzt einfach mal. Boah, das wird gar nicht mal so einfach, ey. Boah, was das so. Alter! Ist er tot, oder? Nee! Doch, wir haben ihn. Oh, krass, Junge, krass. Okay, wir haben ihn. Das war jetzt mal noch nicht so schwer. Ich bin mal nur gespannt, wie es weitergeht. So, wir kriegen die Truhe. Tägliche Siedlerunterstützung. Wow, da gibt es ziemlich viel Silber für das Ganze. Was haben wir da noch? Irgendein Geschenk. Nehmen wir natürlich an. Da kriegen wir wieder so eine Laterne. Abschließen. Okay, das war zusammenhängend. Ein großer Fisch im kleinen Teich. Ich fühle eine neue Energie im Süden. Sagt bloß, dass ihr eine Seele machen wollt. Jetzt, wo wir uns trennen. So, ja, was ist das? Magiegestalt der purpurnen Flamme. Gesamte. Wo kann man das denn reinmachen? Ah, ein Schwarzsteinkristall, der in Waffensockel übertragen werden kann. Ah, so wie Steine in Metin. So, machen wir mal hier verabschieden und gucken mal ins Inventar, würde ich sagen. Da haben wir auf jeden Fall ein geileres Schwert. Das nehmen wir auf jeden Fall gleich mal ran. So, die Laterne, die hält wieder 3 Tage. Ja. Kann nicht gefärbt werden. Persönlich dran nicht verfügbar. Kann nicht verstärkt werden. Leuchtet schwach und erhöht in regnerischen, nebeligen oder dunklen Nächten die Sichtweite. Ach so. Und was ist das? Inventarweiterung. Kriegen wir einen Platz mehr. Jawohl. Ich will mal die Holzfällachs und so verwenden. Oder wir killen mal so einen Wolf. Sammeln das jetzt für uns die Tiere auf, oder? Flüssigkeitssammler, Schlachtermesser, Gerbermesser erforderlich. Ja, aber das habe ich ja. Das ist ja das hier. Oder kann ich das nicht verwenden? Ach so. Okay, und dann können wir das so sammeln. Alter, wie sich das anhört. Cool, der hat es sogar in der Hand. Okay. Tatsächlich. So, und jetzt haben wir so ein Wolfsblut, oder wie? Ja, ist das geil, Mann. Wolfsblut. Krass. Geile Idee. Wow, wie das funkelt sogar mit Special Effects da. Okay, können wir. Ne, die können wir ja wieder rausmachen. So. Ah, okay, und da können wir noch 129 Mal das benutzen. Ich würde mal sagen, wir schlachten jetzt mal so einen Wolf. Hey, wo ist der Wolf? Hä? Das ist ein Wiesel.
Ups, jetzt habe ich wieder so einen Trank genommen. Bin zu Metin-lastig. So, jetzt killen wir mal nochmal so ein Wiesel. Können wir das irgendwie schlachten? Ups. So. Ja, tatsächlich. Alter, du bist so ein richtiges Schlachtermesser. Und der holt jetzt normalerweise Fleisch raus. So. Das Fleisch können wir wahrscheinlich dann verwenden. Jawohl. Wieselfleisch. Eine natürliche Ressource, welche durch Sammeln erhalten wurde und die beim Kochen verwendet wird. Ah. Kann gewonnen werden, indem man einen Wieselkadaver ausschlachtet. Jawohl. So. Und was sie jetzt noch probieren will, ist das mit der Haut. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das Gerbermesser. Jawohl. Schlachten uns. Was schlachten wir uns denn nochmal? So ein Wolf, oder? Alter, je. Mit dem Scheiß-Trank immer. So, den Wolf nehmen wir uns. Ja, machen wir da mal. Oh, oh. Wenigstens greifen die nicht automatisch an. Die anderen haben automatisch angegriffen. So. So, und dann haben wir so ein Wolfsfell. Ja, Wolfsfell. Hm. Eine weiterverarbeitete natürliche Ressource, welche durch Sammeln erhalten wurde. Und als Material für die Herstellung verwendet wird. Kann durch Alchemie oder Verarbeitung verändert werden. Okay. So, cool. Also jetzt haben wir schon mal ein paar Sachen gemacht. Was mir jetzt mal noch interessieren würde, ist das hier mit dem Baumfällen. Klar, unser Inventar wird voller und voller. Aber das mit dem Baumfällen, das interessiert mich noch. Was das? Stahlhacke? Damit können wir dann Feldfrüchte und so ernten. Jetzt machen wir mal die Axt. So, jetzt brauchen wir dazu erstmal einen Baum. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, welche dazu geeignet sind. Ich glaube, fast jeder Baum, oder? Cool. Aber fällen tut man den damit nicht, oder? Halt, man kriegt Holz oder so. Wäre ein bisschen seltsam, wenn man den fällen könnte. Ja, man kriegt Holz. So, das ist jetzt Holzscheit. Gibt es da unterschiedliche oder? Ne, ich will alle gerne. Cool, dann kann man da jetzt quasi vielleicht irgendwie für ein Boot oder so braucht man mal so Holzzeugs. Und jetzt wäre noch geil, wenn wir irgendwie die Gesteine noch hätten. Dann hätten wir so gut wie alles mal probiert. Ups. Jetzt tun wir einfach mal den hier raus und tun die Spitzhacke rein. Ich bin mal gespannt, ob man da irgendwo ein Gestein findet. Vielleicht schon das erste, oder? Nein? Hm. Also, ah doch, 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 doch. Da war was. Sammeln. Ah. Ich hoffe, dass wir da auch mal Gold oder sowas finden. Das ist richtig geil. Wumm. Krass. Okay, und was gab es jetzt? Ihr braucht... Ah, nee, ich habe keinen Platz mehr. Schon wieder. Egal, wir schlachten jetzt mal so ein paar Wölfe noch. Ah, wir können wieder Skills auswählen. Was ist eigentlich das hier? Irgendein Talent. Drehungshieb. Schwertstich. Der sieht da gar nicht mal so übel aus, gell? Wumm, wumm und... Ja. Ah, den können wir leider nicht irgendwie nicht nehmen, oder? Oder haben wir... Ne, wir haben nicht genügend Punkte. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ups, jetzt haben wir das Fenster aufgemacht. So. Da haben wir wieder... Ja, den Goblin-Kämpfer. Noch kennengelernt. So, stecken wir mal die Waffen wieder ein. Wir müssen jetzt sprechen mit Igor Bartali. Da können wir jetzt mal hingehen. Hallo? Was war denn das bitte? Da haben wir die ganzen Goblins. Manchmal sieht es ja schon ein bisschen aus wie eine Stadt, aber... Weiß nicht. Außerdem interessiert es mich immer noch, was in der einen Truhe damals drin war. Aber ich glaube, das werden wir nicht so einfach rausfinden. Lol, was ist denn das? Kaputter Wagen. Hm. Ups. Ich trinke immer die Tränke da.
Da ist aber nichts drin, gell? Lol, jetzt haben wir extra noch einen umgebracht. Ich glaube, der will auch sterben. So. Ja, jetzt würde ich sagen, wir rufen mal unser Pferd. Und gehen dann mal zu dem Igor. Hallo? Pferd. Ah, da ist es ja schon. Das ist halt immer noch getroffen, gell? Das hat man fast bald schon abgeschlachtet. So, ich glaube, wir müssen... Ja, die Stelle wird zumindest mal schon angezeigt, wo wir hin müssen. Ups. Hängen geblieben. Ja, das ist wieder in der Küstenstadt. Aber wir sind halt schon wieder voll. Das ist schon Wahnsinn. So, wir müssen dann da vorne links weg. Und dann sind wir schon da. Ups. Ein bisschen viel. So, da entlang. Können wir eigentlich absteigen. So, da müsste er sein. Hallo? Haus kaufen, oh mein Gott. Kann ich das? Hm. Fügt 3 Lagerplätze hinzu. Geld 24.379. Das ist ein Lagerhaus. Behausung. Arbeitskosten. Arbeitszeit. Ein Monat. Ein Monat? Okay, in... okay, Wohnsitz. Fügt 3 Lagerplätze hinzu. Ihr könnt einen weiteren Arbeiter einstellen. Wenn ich das jetzt kaufen will, wo ist denn mein Geld? Investition 10 Energie. Oh Gott, das ist das viel Zeugs. Muss erst mal gucken, ob ich überhaupt genügend hätte. Ah, das sind unsere Lagerplätze. Jetzt gucken wir mal, lass mal. Wie viel habe ich denn da? Lass mal schnell gucken. Das würde fast schon reichen. Wir müssen nur ein bisschen mehr. Ah, da ist ja der Häuptling. Vielleicht kriegen wir da ja noch genügend. Ah, der hat sie. Abschließen. Danke für das Silber. Und, aha, Wahl. Reittierschein Grauesel, Braunesel, Schwarzesel. Hm. Ich finde so einer ist okay. Ja. Ha, wir haben keinen Platz. Okay, wir kommen gleich wieder. Wir haben keinen Platz, Mann. Alter, wie die hier rumreden. Besuchen. Aha. Besitzerliste. Rang 1, Black Chest. Haus kaufen. So. Wir kaufen es einfach. Kaufen. Alter, jetzt kostet es plötzlich mehr. Warum? Oder habe ich so viel? Ich glaube, ich habe so viel. So. Arbeitskosten 500 Silbermünzen. Behausung. Lager. So, und wie kaufe ich das jetzt? Wohnsitz. Spieler können ihre Wohnsitze selbst dekorieren. Für die Forschung können Möbel und Verarbeitungswerkzeuge eingesetzt werden. Spieler können in der gesamten Welt bis zu 5 Wohnsitze haben. Und was ist mit der Behausung? Ihr könnt einen weiteren Arbeiter einstellen. Fügt 3 Lagerplätze hinzu. Ja, wie kaufe ich so ein Haus? Kaufen Lager. Und wie viel kostet es? Arbeitszeit 1M.
Wollt ihr dieses Haus kaufen? Abbruch, so. Kaufen Lager, kaufen Behausung. Was mache ich, wenn ich hier jetzt was falsch anklicke? Wollt ihr dieses Haus kaufen? Ja, wir kaufen jetzt einfach mal. So. Das ist die Höchststufe. Oder dies ist die Höchststufe. Von was? Beitragspunkte. Was passiert, wenn ich hier 10 Energie hinzufüge? Kann ich das? Von was 10 Energie? Von mir 10 Energie oder wie? So. Hausnutzung ändern. Behausung. Was bringt mir das? Könnt einen weiteren Arbeiter einstellen. Was bringt mir ein Arbeiter? What about the talk around town about Isabel, who is both beautiful ja, and magnificently wealthy? Go away. Ein Wohnsitz. Ein Wohnsitz ist ein, das von einem Spieler bewohnt und eingerichtet werden kann. Unter anderem könnt ihr hier Möbel oder Tapeten selbst bestimmen und einem Begleiter interagieren, falls ihr einen habt. Spieler können ihr Wohnsitz. Ja, das habe ich ja. So, und was ist eine Behausung? Hausnutzung ändern. Behausung. Und ach so. Da könnte ich jetzt quasi entscheiden, ob ich hier wohnen will oder ob hier irgendjemand was machen soll oder ein Lager draus machen soll. Wahrscheinlich so. Aber ich möchte gerne schon irgendwie auch was lagern. Außerdem, jetzt gucken wir einfach mal rein. Mich interessiert es jetzt erstmal, wie sieht es da drinnen aus? Was kann man da machen? Vielleicht gibt es da später irgendwelche größere Wohnsitze noch. So, und ich möchte jetzt gerne hier mal rein. Kann ich da rein? Tür öffnen? Naja, so geil kann man das auch nicht dekorieren. Ich glaube, da mache ich eher ein Lager draus. Obwohl wir ja schon ein paar Möbel haben. Also, geil wäre schon. Kann man hier rausblicken? Aber ich weiß nicht. Ein Lager wäre schon besser erstmal. Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo anders einen geileren Wohnsitz. Wer irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Findet ihr das auch viel zu klein, oder? Okay. Tür öffnen. Eigentlich wollen wir die jetzt eher schließen. Warte, und wie können wir besuchen? F5. Rang. Das bringt mir eigentlich noch nichts. Ich will jetzt eigentlich eher mal gucken, ob man da noch irgendwie was anderes machen kann. Kann ich das irgendwie noch ändern? Glaub nicht. Habe ich jetzt da einen festen Wohnsitz oder so? Jetzt ist zu. So. Platzierungsmodus wechseln. F5. Ja, aber das gehört ja nicht mir, oder? Gehört mir das jetzt ganz... Das Ganze gehört jetzt mir, oder wie? Nee. Gras, Valentinsbett. Oh mein Gott. Frühlingsblumentisch. Das sind jetzt alles so Premium-Items, also nicht wundern. Könnte man so hinmachen. Ja, aber irgendwie ist das mir zu klein. Das passt mir noch nicht ganz. Oh mein Gott. So. Komme ich da jetzt überall rein? Nö. Ah, der eine Raum ist viel größer. Das wäre viel geiler gewesen. Irgendwie muss ich das mal noch gucken, wie ich das ändern kann. Ich hätte gern einen Lagerraum doch draus gemacht. Aber irgendwie geht das nicht mehr. So, das heißt, wir müssen jetzt doch irgendwo jemanden finden, der uns ein bisschen Zeugs abkauft. Der müsste hier irgendwo sein, genau, ja. Gehen wir wieder zu der Einzelhändlerin. So. Einmal laden. Das hier brauchen wir ja nicht mehr. Ja.
Und wieder Kohle. So. Was können wir denn noch weg? Eigentlich. Ja, es ist jetzt schwer. Wie viel kostet so ein Wolf? Wow. Gar nicht schlecht hier vom Preis, was die Sachen geben. Weiß nicht. Also ich glaube, ich verkaufe das jetzt mal. So. Weil wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Sonst können wir da keine neuen Items holen. Trotzdem, das nervt mir jetzt ein bisschen, dass wir jetzt daraus kein Lagerhaus bauen können. Weil das wäre genau das, was wir brauchen. Dann können wir nämlich ein paar Sachen mal ablegen. So. Irgendwo. Tja, wo war das jetzt mit dem Haus? War das hier? Nee. Vermisste Katze. Irgendwo hier war das doch. Irgendwo hier. Ich glaube hier oben. Ja, da war er. So, weiter. Weiter, weiter. Genau, wir wollten den brauen und abschließen. Ja. Quest. Registriere den Gutschein und erhalte einen Esel. Ausleihen, Siegel des befugten Abenteuers. Gegenstandsverleih, ihr könnt eure Beitragspunkte, also ja genau, dass man quasi was bekommt zum Ausleihen. Aha, da kommt schon wieder der Geist. Das nehmen wir jetzt einfach mal an, so. Und dann können wir gleich ins Inventar gucken, was uns der Esel da bringt. Können wir den irgendwie... Können wir den nicht irgendwie jetzt beschwören oder so? Aus der Ferne gesehen werden. Hä, wie meint er das? Das Ziel kann aus der Ferne gesehen werden. Hm. Müssen wir mal noch gucken. Trotzdem, irgendwie muss es doch gehen, dass ich das hier noch ändern könnte. Hm. Geht auch automatisch dazu. Zufällig eine Kiste oder so gibt es da ja jetzt nicht, oder? Bodenauslegung. Hey, Boden könnten wir auch machen. Marmor. Marmorboden und sowas. Wandinstallation, Tisch. Alle Gegenstände schließen. Ah, da kriegt man dann Punkte oder so, wenn man Möbel platziert. So, Level 10, registriere deinen Gutschein. Triff Lorenzo, registriere den Kommando, halte einen Esel. Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Der ist ja nicht weit weg. Händlergilde, Krähenfuß, aha. Ja, den treffen wir jetzt doch einfach mal. Genau, und dann kriegen wir nämlich einen Esel. So, Gildenstall. Laden der Gilde. Nicht genug Wissen, um ein Gespräch zu beginnen. Ihr besitzt keinen Reittierschein. Was ist mit dem? Nee, können wir auch nichts machen. Laden der Gilde. Aha, Wasser für Elefanten. Also Elefanten kann man hier auch holen. Käfigreparatur. Sind alles Elefanten, aber kosten halt ewig viel, gell? Leichte Holzmaske, 5 Millionen. Da können wir uns gar nichts leisten. Echt teuer. Nee, wir können uns nichts kaufen. Ja, aber wie tausche ich das jetzt? Erforderliches Wissen, 1 von 4. Ja, das ist doch der Lorenzo. Nö, das ist Leonardo. Da ist der. Genau. Stall. So, ich glaube, das müsste doch gehen, oder? Ah, da können wir unser Pferd abstellen, wenn wir das wollten. Trikaros haben wir es ja genannt. Registrieren, um ein Reittier verwenden zu können. Okay. So, was haben wir denn da? Tritt zurück, tritt nach vorne.
Aha, da kann man Talente dann noch machen für das Pferd. Ah, Reittierschein. So. Ah, da hätten wir sogar nochmal ein Reittier holen können wahrscheinlich. Name. Wie nennen wir denn unseren schönen Esel? Eminem. Nee, das können wir nicht bringen. Wie nennen wir den denn? Ophidius, oder? Ja. Den nennen wir so. Ja, jetzt registrieren. So, und schon haben wir einen Esel. Der hat schon Rang 3, unser Pferd. Der steht jetzt im Stall. Und dann können wir eigentlich schon den nächsten Reitschein registrieren. Und... Aha, der sieht aber komplett gleich aus. Hm, wie nennen wir den denn? Da haben wir dann schon wieder einen Namen. Das wird ja langsam echt. Nennen wir Bernstein. Dann haben wir unsere Meeting-2-Namen auch komplettiert. Die stehen jetzt im Stall. Da können wir noch eins reintun. Warum? Hä? Das ist doch jetzt Trikaros. Und das ist jetzt Bernstein, Stufe 1. Der ist Stufe 3. Ah, da können wir auch gucken. Tempo 113,6. Der hat 112. So. Und wenn wir den holen wollen, dann müssen wir halt zum Stall gehen. Perfekt. Gut, ein bisschen was haben wir auch rausgefunden. Neue Geschichte. Können wir eigentlich abschließen. Und den auch. Gut, Talentpunkte haben wir halt noch. Die können wir halt nur leider hier nutzen. In dem Konditionstraining. Sprungstich. Ja, wir machen mal Konditionstraining. Ups, bin ich wieder auf das Freiheitszeichen gekommen. Boah, es sieht halt schon krass aus, gell? So eine Kutsche, das wäre halt auch mal was. Richtig geiles. Ja, eine Kutsche, die habe ich ja leider noch nicht. Da muss ich mal noch gucken. Was ist denn das? Sind das so Reittraining-Dinger? Sieht komisch aus. Gut, also abgeschlossen ist es auf jeden Fall mal. Quest beenden. You can either capture or purchase a horse. Abschließen. But we don't have anything. Sehr schön. Like it here. Heidel has a large horse market. So, sprecht mit Kirkley. Wer ist denn Kirkley? Das Tor nach Heidel. Jetzt holen wir unser Pferd. Weil das brauchen wir jetzt. Sonst kommen wir da, glaube ich, nirgendwo ran. So, kommt mein Pferd. Was ist denn? Ah, da ist es ja. So. Da machen wir jetzt am besten automatisch den Weg suchen. Kriegt er es hin? Hä, ist der schon? Da oder wie? Sprecht mit Kirkley. Reite auf einem Esel zum Tor, von dem gesprochen hat. Müssen wir da jetzt wirklich den Esel benutzen? Dann lassen wir nochmal gucken. Reittier ausruhen lassen, F5. Dann müssen wir doch unseren Esel holen. Stall. Nein, rausholen. So. Ah, einen Wagen anbringen können wir da sogar haben. Wir haben gar keinen. Wir haben keinen. Zuchtmarkt. Da kann man dann auch züchten und so. Krass. Pferdemarkt. Ah, da hätten wir ein geiles Pferd raussuchen können wahrscheinlich. Aber guck mal, die sind auch arschteuer. Da 119.000. Hui. Tja, Hä, wo ist jetzt unser Esel? Das sind überall nur Pferde. Wo ist unser Esel? Haben wir da eigentlich was bekommen? Für den Esel? Pferdeausrüstung. Da ist dieser Magiekristall. Ne, für den Esel haben wir jetzt nichts bekommen. Das muss ich doch nochmal hingehen. So, ich möchte gerne meinen Esel herausholen. So. Geht es jetzt? Namen ändern, Todeszähler, Brandzeichen, Reittier verkaufen.
Es kann nicht mehr. Ach so. Warte mal, dann müssen wir den abstellen und den herausholen. So. Verlassen, verabschieden. So, und wie ruft man den jetzt? Da ist er doch, oder? Ja, das ist schon unser Esel. Der wird natürlich langsam sein. Obwohl, geht eigentlich. So. Kommen wir jetzt irgendwie dahin? Weg, automatisch Weg. Ja. So, und jetzt... Wir hätten, glaube ich, auch mit dem Pferd hin können, aber... Jetzt machen wir es so, wie es im Quest drin steht. Kann der auch schneller? Okay, das ist, glaube ich, das Schnellste, was er machen kann. Da steht die Kutsche rum. Vielleicht kriegen wir da auch so eine Kutsche, ich weiß es nicht. Weil wenn man den Esel braucht, dann denke ich mal schon irgendwie, dass man da sowas kriegen könnte. Aber man ist halt stinkgelahm mit dem Teil. Los, schneller, Esel reite. Euer Reittier ist aufgestiegen, jawohl. Euphelius, der Esel ist aufgestiegen auf Stufe 2. Ja, weil wenn man lange reitet, dann kriegt er nämlich halt... Ja, dann steigt er auch von der Stufe her auf. So, da haben wir ihn doch schon. So. Einmal bitte anhalten. Danke. Lieber Esel. So, und da haben wir den schon. Das dürfte der... Nein, der war es nicht. Hä? Stehen da jetzt? Da. Kirkli. Alter, das sieht auch komisch aus. Natürlich kenne ich Oberhaupt Bartali. So, und von dem kriegen wir jetzt einen Beitrag, EP, und diesen Trank. So. Der edelmütige Zwerg. Das nehmen wir mal an, da kriegen wir wahrscheinlich XP. So. Ja, da hätten wir wirklich lieber das Pferd genommen. Weil so ist das natürlich mit dem Esel. Naja. Da brauchen wir ehrlich gesagt viel zu lange. So. Gut. Wie was das mit dem Zwerg auf sich hat, das erfahren wir dann im nächsten Part von Black Desert. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, vielleicht interessiert ja auch jemand anders mal Black Desert. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Lasst ein Abo da, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.